Also ein limitiertes Mauspad hätten wir noch. Ja. Und für einen Großpreis noch ein T-Shirt. Wer will denn mitspielen bei uns? Du musst wieder anfangen. Wer traut es denn hier wirklich zu, die Jungs hier sozusagen wissenstechnisch sogar zu schlagen? Ich höre euch überhaupt nicht. Wer denn von euch? Also ich wehe, du weißt nicht genug. Dann komm mal hoch. Aber bitte hier links oder rechts geht auch. Ja, also ich habe meinen Mann. So, du hast schon gewählt. Ich habe meinen Mann. Ich habe ihn gefunden. Gut. Ich wähle die Dame im Karohemd. Einmal bitte außen rumgehen. Sehr gut. Ich hoffe, wollen wir diesmal... Das könnte ich den ganzen Tag jetzt machen. Hier sitzen und Quizfragen stellen. Finde ich gut. Ist gut. Wollen wir wieder bis 3 oder bis 2? Ich hoffe, ich habe genügend Fragen. Ich habe noch eine Rückseite, also ich habe hier noch mal ein bisschen was. Ja, bis 3 würde ich schon sagen. Okay. Oder schaffen wir. Wie ist denn dein Name? Marcel. Marcel, schön, dass du da bist. Und die Dame heißt wie? Noemi. Bitte nochmal? Noemi. Loemi. Noemi mit N. Loemi. Mit N. Noemi. Wie? Ach, Noemi, ein Schirmer. Ich bin seit 3,5 Wochen schon auf der Messe, mache jeden Tag Generalprobe. Meine Ohren sind nicht mehr so gut. Ja. Ja, meine schon länger nicht mehr. Ich habe auch tatsächlich nichts verstanden. Was? Ja. Was? Gut, wir fangen an. Nächste Frage. Okay, es geht direkt los. In welchem Jahr erschien die PlayStation Portable auf dem europäischen Markt? 2004? 2007? Nee. Wer näher dran war? Das war früher auf jeden Fall. Früher als was? Er sagte 2005, oder? Nee, er sagte 2004. 2004, es war noch früher, glaube ich, oder? 2002? Dürfen die nochmal antworten? Dann, sonst ich will. Ja, sie können sich herantasten. Also vielleicht nochmal. Ich sag mal, beide waren nicht so super weit weg. Ja. 2005 war es? Okay. In Europa 2005. Okay, also 2005. 1:0. 1:0. Ja, also machen wir direkt weiter. Ah, okay, das ist eigentlich eine sehr... Ich weiß nicht, ich bin ja schon älter, aber wie heißt der Held der Actionspielreihe Metal Gear Solid? Solid Snake. Ja, 1-1. Natürlich. Das war, da hätte ich mich auch gewundert. Okay, ja. Okay, welche Nationalität hat die GTA 4 Hauptfigur Niko Bellic? Französisch, oder? Italienisch. Französisch? Oh. Weder noch. Nein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, wie er aussieht und ich glaube, man spricht ihn auch Bellic, oder? Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Bellic? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ja. Aber der Name könnte vielleicht schon helfen. Also eigentlich, man könnte es ganz gut erraten. Wisst ihr es? Ohne reinzurufen? Ja. Also ist nicht so schwer. Also man kann so. Gib doch mal einen Tipp ab, wenn du es nicht weißt. Also ich sag mal... Russisch? Du hattest... was hast du gesagt? Sie hat ja schon Russisch gesagt. Und du hattest aber Italienisch, glaube ich, gesagt. Ne? Ist aber auch nicht richtig. Aber er darf dann auch noch ein zweites Mal. Sie hat jetzt. Ja. Du darfst noch ein zweites Mal. Niko Bellic oder Bellic. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wisst ihr, das heißt der Bellic oder Bellic? Das dürft ihr mal reinrufen. Bellic. Okay. Bellic, okay. Englisch. Nein. Da müssen wir es auflösen. Oder wisst ihr es? Ja, wollt ihr mal reinschreien, was es ist? Ja. Ja, also Russisch ist tatsächlich falsch, ne? Das hat sie ja auch getippt. Ja. Serbe ist er, das ist schon richtig, also haben einige auch gesagt. Wie steht's denn eigentlich, Dennis? 1-1. 1-1 steht's, ja. So, nächste Frage. Ich glaube, die Mario-Frage hatte ich noch nicht. Welchen Beruf hatte Mario, bevor er Klempner wurde? Tja. Der hätte mal lieber warten sollen. Das sind so die Klassiker bei Stefan Raab immer gewesen. Zu schnell schon geantwortet. Irgendeine Idee. Vielleicht war der obdachlos? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ob er obdachlos gewesen wäre. Also hallo. Mario, der Held meiner Kindheit ist doch nicht obdachlos gewesen. Pfleger. Nee, Pfleger war auch nicht. Aber jetzt wird es lustig tatsächlich. Können wir das weitermachen? Pfleger und Obdachlos, ja. Finde ich sehr gut. Ja. Also ihr dürft gerne, einmal dürft ihr beide nochmal tippen. Das muss ich mir jetzt antun. Also ich gebe mal Tipp. Schornsteinfeger. Na, du bist jetzt raus. Koch. Wie bitte? Ich verstehe es leider. Koch. Koch. Nein, er war Zimmermann. Ja. Okay, also jetzt eine Frage, die ihr aber wirklich wissen könntet.
Da ist er die Karriereleiter aber ganz schön hochgeklettert. Der Mario Zimmermann und dann Klempner. Oh. Hat alles durchgenommen, was nur geht. Ja. Wie viele Geister gibt es in Pac-Man? Drei. Vier? Richtig, vier gibt es tatsächlich. Ja, 2-1. 2-1, ja. Nächste Frage. Ich guck mal, ich habe noch so eine andere Seite. Das wird die Luft dünn für dich. So. Was hast du an deinem Arm eigentlich angestellt? Bist du geflogen irgendwie? Fußball. Aber Fußball spielt man doch nicht mit dem Arm. Das spielt man doch mit dem Fuß, dachte ich. Ja. So, Dennis, hau raus. Welche ist die meistverkaufteste Konsole in der Geschichte? Ich hab's schon wieder nicht verstanden. Er hat Wii gesagt. PlayStation 2. PlayStation 2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Gratulation, die Dame gewinnt mit 3-1. Tut mir leid, aber du bekommst trotzdem noch ein T-Shirt von mir. Bitteschön. Viel Spaß damit. Schön, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Mikro gibst du mir? Ach, das macht's noch viel sympathischer. Schade, dass du es nicht geschafft hast. Großen Applaus nochmal für unsere zwei Kandidaten. Oh, Dennis, das tat sehr gut, mal so ein bisschen zu sitzen zwischendurch. Ja, fand ich auch sehr gut. Fand ich sehr gut, tatsächlich. Jetzt wird aber nicht mehr gesessen, jetzt wird Limbo getanzt. Oh ja, unsere letzte Disziplin, bevor wir durch sind. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal zwei Leute, die menschliche Limbo-Stange bilden. Ja. Lass uns mal vormachen, also quasi... Ja, also genau, ich würde sagen, ganz einfach. Und dann gehen wir halt so... Und dann gehen wir runter, genau. Okay, also wer hat denn Bock, die Limbo-Stange zu sein? Ich hoffe, die verstehen auch, dass sie nur die Stange sind, ne? Ja. Wer will dich? Du willst die Stange sein? Ja gut. Dann hast du auf jeden Fall schon ein T-Shirt sicher. Dann komm mal da durch, bitte. Und zu uns da oben. Also einer ist die Limbo-Stange, ne? Dann bist du jetzt die zweite Limbo-Stange. Nur damit du Bescheid weißt, ja? Es gibt natürlich für die Limbo-Stangen auch einen Trostpreis, oder? Ja, T-Shirt würde ich sagen. Haben wir noch über? Ich glaube vier. Gut. So, der Mann mit dem Neon-Genesis Evangelion-Shirt. Sehr gutes T-Shirt. Sehr gutes T-Shirt. Dank mir hast du das? Ja, du hast mich drauf gebracht, das zu kaufen. Echt? Habe wieder Schleichwerbung für QWERTY gemacht. Ist ja echt ein guter Shop. Ja. Wie ist dein Name? Frederik. Okay, Frederik und? Johann. Johann Stange. Nein. Nein, aber wer witzig. Tatsächlich haben wir einen Kollegen, der Sebastian Stange heißt. Okay, weil das hätte ich ganz lustig gefunden. Gut, Johann und Frederik, eure Aufgabe sieht jetzt folgendermaßen aus, dass ihr eine Stange, so albern, eine Stange bildet. Ja, so. Genau, ihr dürft euch gerne auch berühren. Bisschen anfassen ist okay. Ist alles okay, ja. Und unsere Kandidaten müssen jetzt hier gleich, also das würde ich sogar noch schaffen. Das ist, man muss quasi so da drunter durch. Da kann man noch applaudieren, das war wirklich eine Meisterleistung. Hast du sehr gut gemacht. Da kann man auch mal klatschen. Das Schöne ist, ich bin so klein, ich kann durchlaufen. Ruht ein bisschen aus, noch geht's nicht los. Wir brauchen jetzt natürlich unsere Limbo-Kandidaten. Wie viele haben wir denn überhaupt? Vier? 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 Vier. Vier, jeder vier. Zwei? Vier. Okay. Okay, also du darfst und du hüpfst schon die ganze Zeit, Alter. Du bist auch dabei. Ihr beiden, einmal hier rechts rum. Ich hab's ganz kurz und schmerzlos gemacht. Er hat die ganze Zeit gekämpft, er ist jetzt dabei, ja. Jetzt haben wir zwei, oder? Jetzt haben wir schon drei. Ich hab schon wir haben schon drei. Ich war so frech, ich hab direkt zwei genommen. Gut. Ja gut, dann komm, hier, du im grünen T-Shirt, genau. Einmal durch die Türe kommen. Oh, da kommen jetzt zwei. Ich weiß nicht, wer das... Nicht du, das ist kein T-Shirt, das, ja, genau, ja. Sorry. So, grüße, wie heißt du denn, Schreihals? Kemal. Kemalen. Gut, okay, schön, dass du da bist. Wer bist du? Ich bin die Angie. Die Angie, grüß dich, Angie. Und wer bist du? Eike. Okay, und wen haben wir jetzt hier noch? Den Yannick. Den Yannick. So, du brauchst dich nicht ausziehen, das ist, okay. Bitte nicht. Ja. Ja, hatten wir alles schon, ja. Okay, okay. Jetzt ziehen sich Leute plötzlich aus. So, wir brauchen natürlich jetzt gleich Musik. Ja. Und wir müssen uns jetzt natürlich darauf verständigen, wo unsere Stange steht. Die Stange sollte schön mittig stehen, oder? Die Höhe. Die Mensch ist so albern. Hast du dir das überlegt eigentlich? Nein. Du gibst doch zu. Nein. So, wo ist denn unsere Stangenbeauftragte? Quer, bitte sagst du? Also hier gibt es Vorschläge, so ein bisschen quer zu setzen. Können wir machen? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal die Limbo-Stange in Einsatz bringen. Genau. Vielleicht, wir fangen mal mit was Leichtem an. Ja. So, da sollte natürlich jetzt... Und jetzt ist halt... Der Gag wäre jetzt, wir spielen jetzt Musik ein und ihr lauft einfach nacheinander durch und nach jedem Durchlauf geht ihr zwei einfach ein bisschen weiter runter. Und dadurch wird sich automatisch entscheiden, wer halt weiterkommt. So sieht's aus. Und wer nicht. Viel Spaß und ein bisschen anfeuern, bitte hier. Jawohl. Sehr gut.
Es wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Macht mal ein bisschen Lärm hier für unsere Kandidaten. Er macht es gut. Er macht es gut. Er verbiegt sich ordentlich. Ja, sehr gut. Ja, sie hier kann es auch ganz gut. Er hier macht es ein bisschen... Die machen das alle super. Ja, aber er... Was haben die für Beine? Ja. Mal einen kurzen Zwischenapplaus hier bitte. Oh, ja, wow. Kann man gelten lassen. Ach, guck mal ihn an. Er ist ja unfassbar. Das ist ein Schlangenmensch. Ja. Hundertprozentig. Ey, was geht denn ab? So. Wir müssen ein bisschen auf die Box Moment. Aufpassen. Jetzt müssen wir auf die Box aufpassen. Wir müssen uns jetzt so ein bisschen drehen. So, genau. Ihr müsst wieder ein bisschen tiefer, glaube ich. Ja, genau. Kann man noch gelten lassen. Er hat es doch nicht normal. Das ist unfassbar. Ja. Aber er läuft fast durch. So, tu es. Wow. Alter. Nicht schlecht. Aber das war schon grenzwertig. Ja, ne? Lass mal noch gelten. Der hier, also sorry. Aber ist das nicht auch schon? Das ist aber schon okay, letzter also, Versuch. Okay, also allerletzte Verwarnung. Also mit dem Grün, du bist ganz kritisch hier. Ne? Auch schon kritisch. Auch kritisch. Aber jetzt werden wir sehen, so, was lang jetzt geht. Wird nicht mehr geschummelt. Oh. Wow. Doch, den kann man gelten lassen. Ja. Oder? Ja. Naja. Kampfball, das war ein Kampfball. Den ja, okay. Letzte, aber jetzt wirklich hier. Das sieht. Nee, das ist Quatsch jetzt, ey. Zweite Chance, ja, zweite dann Chance gut. Das, nee, sorry. Aber gut gekämpft. Nix. Gut gekämpft. Gut gekämpft, vielen Dank. Gut gekämpft. Einmal hier nach unten, bitte. Danke. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Ja. Also Zweikampf. Könnt ihr mal ein bisschen Lärm machen hier für die zweimal? Komm, jetzt noch mal richtig Gas hier geben. Kann man gelten lassen? Ja, aber dann. Also, wenn bei zwei hier knapp ist, müssen wir sie auch durchlassen. Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall super. Also, das war klasse. Also, kann man, jetzt wird es auch richtig hart. An die Limits gehen. Oh, jetzt wird's tatsächlich. Und der war gut. Der war gut. Der war gut. Super. Okay. Könnt ihr zwei noch eigentlich? Alles okay? Nicht, dass euch die Arme abfallen. Ja, sie ist alles noch gut. Oi. Ja, Moment, aber, Moment. Stopp. Er muss es ja erstmal schaffen. Die Höhe, nur nicht höher gehen. Ne? Das muss schon fair sein. Ich glaub, und, ein kleines bisschen war der, glaube ich, tatsächlich tiefer, ja. Waren sie tiefer? Ich so weiß nicht. War okay? Passt? So ist gut? Okay. So ist, ich glaube, so war okay, ja. Aber ich glaube, das schafft er auch nicht, oder? Das wäre krass. Nein! Ah. Ja, was machen wir denn da? Jetzt gibt es ein Entscheidungsmatch, oder? Ja, jetzt müssen wir stechen. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen höher, oder? Entweder ein bisschen höher oder wir stellen nochmal eine Quizfrage und machen quasi, wer zuerst Ich finde das mit dem Limo so geil. Ich okay. Noch, also, oder? Limo ja, noch machen mal, wir, oder? Machen wir. Die sind ja auf gleichem Level, also das ist ja hier. Bisschen tiefer, glaube ich, können sie. Bisschen. Ja, so, okay. Ja, ja okay, das war gut. Schon wieder zu einfach. Da war fast die Nase im Weg. Ja, von wegen. Ja. Stopp, jetzt will ich. Also, das muss doch jetzt hier mal. Ist das Ihr Ernst? Okay, wow. Oh, Alter! Ey, das ist ja nicht normal. Ich dachte schon vor zweimal, dass es jetzt vorbei war. Ja, ihr habt es euch so ausgesucht. Ihr wolltet es ja nicht anders. Verrückt. Ja. Alle weiteren also, Programmpunkte morgen haben entfallen, beide Muskelkater. Oh mein Gott! Hat er auch ey, es ist da, es, also... Okay, Jungs, ihr wisst genau, es müsste also jetzt... Irgendwo müssen wir doch ein Level finden, wo einer mal aufgibt.
Oh, das ist ja unschaffbar, oder? Das ist unschaffbar. Aufgeschützt. Ja, ich, aber muss er jetzt auch erst wieder schaffen. Muss er auch erstmal schaffen. Jetzt mach das mal bitte. Und Jungs, nicht direkt wieder hochgehen. Bleibt so mit der Höhe, damit wir, falls es nochmal Stechen gibt. Ist das sein Ernst? Nein, 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 nein! Oh, schafft er. Er hat's geschafft! Unglaublich! Boah, ja, das war wirklich Respekt und Hut ab. Das war ja. Habt ihr super gemacht. Vielen, vielen Dank. Habt euch echt wacker geschlagen. Das ist dein Hausbett. Ja, bitte nochmal einen großen Applaus. So, und unsere zwei Stangenjungs haben sich natürlich auch noch ein T-Shirt jeweils verdient. Ja, unbedingt. Bitteschön. Ich habe zu danken. Dankeschön, dass ihr da wart. Nochmal einen großen Applaus bitte für unsere beiden. Die beiden Jungs Kollegen haben auch gut gegessen. Hier oben. Wir haben noch, ich habe gerade gesehen, nur noch 5 Minuten, deswegen schmeißen wir jetzt noch ein bisschen was raus. Genau. Habt ihr noch Bock auf T-Shirts? Dann würde ich sagen, Dennis, wir machen nochmal ein bisschen Musik. Ja. Und hauen noch das restliche Zeug raus. Sticker gibt es auch noch und diese kleinen anderen blauen Dinger da. Genau. Deswegen, also, ich wollte euch nochmal hören, wollt ihr nochmal T-Shirts haben? Sehr gut. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Heute hier mit am Start. Vielen Dank auch nochmal an Logitech, die mich hier heute hingeschickt haben, um euch ein paar Preise zu geben, um mir tatsächlich auch gute Unterhaltung zu bieten. Und schau mal, ich habe hier noch ein paar Sticker.